Hallo und herzlich willkommen zu Ankh. Ankh, ein mittlerweile 10 Jahre altes Spiel. Es ist Ende 2005 herausgekommen, hat tatsächlich auch für 2005 den Preis für das beste deutsche Spiel von der GameStar und vom Deutschen Entwicklerpreis gewonnen. Habe ich schon gesagt, dass es ein Adventure-Game ist? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall, ich habe es 2006, 2007 rum irgendwann da geschenkt bekommen und ich weiß nicht, wie lange ich das damals gespielt habe. Ich weiß, ich habe es nie durchgespielt und letztens ist mir eingefallen, schaust du mal wieder rein und mach gleich eine Aufnahme davon. Bevor ich zu viel quatsche, drücke ich auf Neues Spiel und starte die Sequenz. Wir sind fast da! Dort vorne müssen wir, nach links? Passt auf die Fußfallen auf. Hier hinauf. Jetzt noch an diesem Hebel ziehen. Und hier ist sie. Die Grabkammer des Skarabäenkönigs. Nett hier. Du könntest deinem Vater öfter mal die Schlüssel klauen, Asiel. Gib mal ein Bier rüber. Verdammt. Wir haben den Flaschenöffner vergessen. Egal. Wer erzählt die erste Gruselgeschichte? Also ich finde es auch ohne Gruselgeschichte schon ziemlich gruselig. Glaubst du etwa an Geister, du Weichei? Ich fand schon gruselig genug, durch die ganzen Fallen zu stapfen. Ach, wir sind in keine einzige Falle getappt. Ich kann nur dann haben schauen. Keine Mumien gesehen. Was soll uns denn jetzt noch passieren? Boah. Du hast mein Grab entweiht. Das macht dann bei 6 kaputten Urnen einen Verweis. Nee, 7. Oh, hoppla. 7? Na, dann ist es ein Todesflug. Was zur Hölle? Na, dann mach das mal deinem Vater klar. Zumindest haben wir jetzt einen Flaschenöffner. Okay. Also man merkt schon, das Spiel ist... nimmt sich selber nicht wirklich ernst, es ist eher lustig gehalten. Is it just a Fata Morgana? Tell me, is it really true? What a play of light and shadow, the city's just waiting for you. Raging treats and tasty scorpions under the eye of the sun. Left to the Nile and right by the desert, that's where Egyptians have fun. Yes, this is Cairo, it's all magic and sand. With the greatest of culture, but it's all in your hand. Ooh, it's the god of the gods and the girls with their beautiful hair. You prepare, but beware, take care. Worship the pharaoh, go meet the crocodile. Feeling lonely? Buy a slave in the city down by the Nile. Yes, this is Cairo, it's all magic and sand. With the greatest of culture, but it's all in your hand. Ooh, with the god of the gods and the girls with their beautiful hair. You prepare, but beware, take care. Ja, take care. Also passen wir mal auf. Kapitel 1. Audienz mit Hindernissen. Der Moves. Asiel, hast du gestern meinen Schlüssel mitgenommen? Ja, also... Wenn das der Pharao herausfindet, wird er außer sich sein. Vater, ich habe ein ganz anderes Problem. Ich bin von einer Mumie verflucht worden. Und nur der Pharao kann so einen Fluch wieder von mir nehmen. Mumienfluch? Werd endlich erwachsen. Du willst dich nur vor deiner Strafe drücken. Und die lautet, eine Woche Hausarrest. Eine Woche? Vater, vielleicht habe ich nur noch ein paar Stunden zu leben. Ich will keine Ausflüchte mehr hören. Ach, das ist zwecklos. Oh, Asiel ist geschminkt. Und auf der Hand, das zeigt wahrscheinlich den Todesfluch an. Dieses schwarze Tattoo. Verdammt! In ein paar Stunden schickt mich ein Fluch in die Totenwelt. Und nur der Pharao hat die Macht, mir zu helfen. Aber wenn ich durch diese Tür mein Zimmer verlasse, wird mir mein Vater bestimmt noch Schlimmeres antun. Wie komme ich da bloß wieder raus? Guter Wurf, Matschauge.
Los, steig ein! Ich? Nein, geh du zuerst. Was? Na also, so könnte ich ungesehen entkommen. Vielleicht habe ich heute doch noch Glück. Ah, okay. Also alles mit der Maus wird gesteuert. Was ich noch anmerken wollte, das Spiel, man merkt... Da ist ja ein Silberstück drin. Oh, sorry. Das könnte sich als nützlich erweisen. Das Spiel nimmt sich selber wirklich nicht ernst. Also man erkennt das bereits. Betrachte. Ein Prachtstück moderner Gärtnerkunst. Ein Familienerbstück. Leider etwas aus den Fugen geraten. Ein sehr schöner Hocker. Eine sehr praktische Konstruktion. Zum Sitzen geeignet. So, gehen wir mal und schauen das an. Was sagt er hierzu? Den hat mein Großvater in Theben ersteigert. Also, man merkt vielleicht schon, das ist die Stimme von Ben Stiller, beziehungsweise dem deutschen Synchronsprecher von Ben Stiller. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Da war doch irgendwas, was ist das? Nimm Efeu. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Achso, okay. Na dann schauen wir uns mal um. Wie komme ich hier ins Inventar? Ah, okay, es ist da. Kombiniere Silbermünze und schmutziges Hemd. Okay. Sag mir was zu den Schriftrollen. Hier werden Vaters berühmte fürchterliche Fallen entworfen. Ah ja. Und die Vase? Sie wird von einem alten borstenlosen Pinsel gestützt. Ach, kann ich den Pinsel rausnehmen? Oh oh. Hey, die Vase hat den Mechanismus der Tür gelöst. Warte, die Vase hat die Tür... Hat den Schrank hier so eingequetscht? Muss eine ziemlich schwere Vase sein. Oh, ein sauberes Hemd. Den Kleiderbügel nehme ich auch noch mit. Vater hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich ihn mir kurz ausleihe. Nö, hat er sicherlich nicht. Da kann ich jetzt nicht hin. Okay. Ah, da ist eine Treppe. Gehe ich mal die Treppe hoch. Betrete Treppe. Lauf schneller, Assi-Junge. Asil. Okay. Fenster. Betrachte Fenster. Dieses Fenster hilft mir nicht bei meiner Flucht. Betrachte dieses Fenster. Was kommt davon, wenn man einen Architekten als Vater hat? Betrachte der lässt sich sicher bewegen. Okay. Ah. Was? Oh, ist das laut. Okay, was habe ich jetzt bewegt? Darin kann man alles Mögliche aufbewahren. Das stimmt, da kann man alles Mögliche drin aufbewahren. Verschwenderisch teure Blumenampel. Vielleicht kann mir dieses Schmuckstück bei meiner Flucht helfen. Ah, wir müssen wahrscheinlich darüber schwingen. Müssen wir irgendwas kombinieren. Schmutziges Hemd. Mein altes Hemd. Absolut reißfester Stoff. Nee. Vaters bestes Stück. Ein Kleiderhaken aus biegsamem Draht. Okay. Nicht viel, aber jeder fängt mal klein an. Und der Pinsel. In diesem Zustand völlig ungeeignet, um irgendetwas zu bürsten. Schauen wir mal, irgendwie was kombinieren. Nein. Mein altes Hemd. Die können wir nicht kombinieren, absolut reißfester Stoff. Kombinieren. Pinsel ohne Borsten. Ein Pinsel ohne Borsten ist doch quasi nur ein Stab, oder? Können wir jetzt hier machen? Ich will aus diesem Fenster fliehen. Diese Konstruktion. Ach, jetzt wird's wieder laut. Man hört nichts. Aber man hört's blubbern. Da unten hat's geblubbert. Das heißt. Ah, ich kann rennen. Perfekt. Das heißt, ich schau mal, was es da gibt. Ah, gut, ich kann so rennen. Da kann ich jetzt nicht hin. Lauf mal dahin. Schau mal da rein. Da kann ich jetzt nicht hin. Ich will auch nicht mal reinschauen. Kann man irgendwie Leertaste drücken? Und es wird alles angezeigt? Nee. Oh, ein Poster. Betrachten wir das mal. Bazar Sommerparty. Liveband, Lisa und die quirligen Sandkäfer. Alles klar. Ich kann doch sicherlich irgendwas mit diesem Efeu machen. Kann ich den irgendwie abzwinken damit? Hallo, sag was. Das scheint nicht zu funktionieren. Nein, okay, irgendwie damit. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Dann geh mal hoch. Ja,
kannst du eine Münze aus dem Fenster schmeißen und somit die Leute da hinten anlocken. Oh, Rechtsklick. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Nein, okay. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Hä? Soundfile, I'd rope too short. GG, was? Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist oder beabsichtigt. Ich glaube, es ist ein Fehler. Mach doch irgendwas. Das scheint nicht zu funktionieren. Irgendwas muss ich mit dieser Konstruktion, mit diesem Hebel da, benutze Hebel. Irgendwie da muss ich doch was. Leider hat mit Hebel. Ach ja, Rechtsklick. Rechtsklick. Das scheint nicht zu funktionieren. Nein. Konstruktion, Hebel. Das scheint nicht zu funktionieren. Ah! Aufwendig gestaltete Säule? Wo? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Was kommt davon, wenn man einen Architekten als Vater hat? Betrachte den Hebel. Der lässt sich sicher bewegen. Ja, dann benutze den Hebel noch einmal. Auf jeden Fall blubbert es. Da unten in diesem Topf. Betrachte den Obwohl sie hier oben stehen, sind sie ein gefundenes Fressen für die Ratten. Ja, wie kommen die Ratten hier hoch? Ha. Kann ich Münze runterwerfen? Funktioniert nicht. Lauf mal dahin. Darin kann man alles Mögliche aufbewahren. Hübsches Flechtwerk. Hoffentlich sind da noch keine Mehlwürmer drin. Rede nicht zu viel. Hebel, Hebel. Geh nochmal runter. Irgendwas wird sich doch verändert haben durch diesen Hebel, oder? Vermutlich Baupläne für neue, fürchterlich tödliche Todesfallen. Tödliche Todesfallen? Eines Tages werde ich mein eigenes Haus haben. Dann muss ich Vaters Geschnarche nicht mehr ertragen. Achso, der Vater schläft da und er da. Interessant. Ja, wenigstens haben sie abgetrennte Zimmer durch diese Laken hier getrennt. Nimm Efeu. Efeu brauche ich doch sicherlich noch. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Das scheint nicht zu funktionieren. Ein Kleiderhaken Mach aus biegsamem Draht. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Hey, jetzt geh da hin. Betrachte verschwenderisch. Vielleicht kann mir dieses Schmuckstück bei meiner Flucht helfen. Ja, aber wie? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass das scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass das scheint nicht zu funktionieren. Das kann ich als Jetzt funktioniert das. Jetzt hat's funktioniert. Na also. Freiheit. Ah, wahrscheinlich habe ich davor Linksklick gemacht.